herzlich willkommen, meine Lieben, zur nächsten Folge Slime Rancher. Ich bin wieder hier unterwegs am Gemüse einsammeln, Slimes füttern, Slimes Plot verkaufen. Haben wir eben in der letzten Folge noch gemacht, von daher müssen wir das wenigstens jetzt nicht machen. Aber wir müssen halt gucken, dass sie hier immer genug Futter haben. Die haben schon wieder nichts mehr hier drin. Ja, Okaora muss ich noch zum Laufen kriegen. Bei denen hier geht's, die sind aber halt auch deutlich weniger drin, ne? Die hier haben... Oh, die haben gar nichts mehr. Die brauchen dringend Karotten. Verdammt, ich wollte die Karotten gerne jetzt nutzen. Um eigentlich wieder einen Gordo zum Platzen zu bringen. Aber okay, dann hole ich mal eben die restlichen, weil ich habe da hinten noch welche. Was machst denn du hier? Du Red Plot. Immer schön wegbringen. Wir wollen ja hier nicht, dass hier irgendwas Böses spawnt, ne? So weit kommt's noch. Oh, der Mond geht auf. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Oh, da hinten. Wie schön das ist. Hey, das Spiel ist einfach beautiful. Es ist einfach so. Ich finde es toll. Mir ist egal, was ihr sagt. Ich finde es großartig. So. So, so, so. Nee. Ihr könnt alle hier bleiben. Haben wir jetzt hier unten... Karotten ready? Ja! Das habe ich gehofft, dass es genau so aussieht. So wollte ich das. Hatte ich hier nicht... Ah, genau. Hier, das Feld ist noch ready. So. Dann kriegen die Fetten das gleich noch. Ja. Das kriegen jetzt erstmal noch die, unsere... Na, Kristall-Hunter-Slimes. Jawohl, die kriegen das. Ist das hier noch am Lauf? Das ist noch am Lauf. Man muss immer wieder gucken. Auch wenn man hier Grünzeug auf dem Boden sieht oder so. Man sieht ja jetzt hier so ein paar Blätter, die da rausgucken. Das heißt aber noch lange nicht, dass es immer noch am Wachsen ist. Also das... Weil wenn ich jetzt das nächste Mal hier gucken komme, kann genauso gut sein, dass die Dinger leer sind und dass da gerade nichts mehr ist. Hier, kommt mal her. Nehmt mal hier mal eben alle ein paar, dass ihr nicht so aggressiv seid. Guck mal, wo ich gleich hier nochmal so eine Jukebox holen. Die sind eh immer happy hier. Die Süßen. Die sind voll pflegeleicht. Da sind immer noch welche, die böse gucken da drin. Musikbox, hier. Oh, okay, ihr habt jetzt auch einen Sonnenschutz. Wir wollen ja nicht, dass ihr Sonnenbrand kriegt oder so. Hier. Hier. Esst, werdet glücklich. So. Also, jetzt haben wir erstmal, glaube ich, überall genug zu Futter drin. Bei allen. Sollte auf jeden Fall deutlich reichen. Ich weiß, ich bin schon wieder jetzt erstmal nur am Füttern und am Einsammeln. Aber es gehört nochmal dazu. Es gehört dazu. Ich werde es ab und zu leider drin lassen in den Folgen. Sorry dafür. Aber ich glaube, ihr werdet das überleben. So, hier sind wir nämlich jetzt schon bald bei 100. So schnell geht das. Der wächst immer noch, theoretisch. Sehr gut. Meatsplot sind nur 17. Felsplot 14. Das ist halt nicht so viel, aber trotzdem haben wir viel Geld dafür, dass wir jetzt letzte Folge auch wieder was ausgegeben haben. Wie ist es denn hier? Da liegt der schon wieder... Muss halt immer aufpassen, dass da nicht irgendein Plort in ein Gehege der anderen kommt. Weil sonst haben wir hier sehr schnell wieder Party von diesen fetten, bösen Viechern, die alles auffressen. 28 und 32 ist auch noch okay. Wir haben ja auch noch zwei Gebiete jetzt hier, die wir freischalten können. Das eine möchte ich eigentlich ganz gerne jetzt machen. Ah, ich glaube, das war 10.000, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, es war 10.000. Okay, das können wir jetzt gerade nicht holen. Ich möchte jetzt meine Kristalldinger dafür nicht aufbrauchen. Wir können auch mal hier hinten gucken, wie es hier, ob die ready sind wieder. Vor allem, ob der Baum wieder ready ist, ja. Wir wollen ja nicht, dass hier was vergammelt. Das ist mir wichtig. Das wäre zu schade ums Essen. Hier können wir halt auch noch Sachen anbauen. Wir haben ja noch zwei freie Plätze. Entweder für Slimes oder halt für Essen. Bei Essen, ja, haben wir fast genug.
Solange wir halt Gordos zum Platzen bringen müssen, haben wir natürlich nicht genug Essen. Fein Gemüse. Ich meine, wenn wir jetzt tatsächlich einen Gordo hätten, den wir platzen lassen müssen, der Obst isst, dann hätten wir auch Probleme. Weil so viel Obst haben wir gerade gar nicht. Wir haben noch ein bisschen was im Silo. Aber echt nicht so viel. Ist das echt da? Ach, da kann man da durchkommen? Nicht wirklich. Es ist nur blau. Man sieht nicht den wunderschönen Himmel. Wie geht's euch eigentlich hier? Ich würde mal schätzen, gut. Aber wirklich viel produzieren tut ihr aktuell nicht, ne? Könnte ein bisschen fleißiger sein, die drei Süßen. Aber egal. Was wir machen, das ist immer noch das Angebot, was wir eh nicht annehmen wollen. Das ist mir zu viel Aufwand, wenn ich jetzt kleine Honigslimes sammeln muss dafür extra, weil ich habe die halt immer nicht hier. Ach, guck mal. Ich würde behaupten, wir haben genug Geld. So schnell geht das. Einmal dahin. Der wächst noch. Der wächst auch noch. Okay, ich bin immer skeptisch. Ich passe da mal gut auf. Bevor ich wirklich Zeit verliere. Und dann fehlt mir das. Kaufen! Slime-Wissenschaft! Du hast das Labor freigeschaltet. Eine besondere Mensch-Erweiterung, die es dir erlauben wird, mit der Hilfe von Slime-Wissenschaft Geräte zu bauen. Begib dich hinüber zur Scheune, um zu beginnen. Okay, dann gehen wir mal zur Scheune. Wir haben ein Quest. Wuhu! Sieht das nicht cool aus hier? Gucke mal. Eine Scheune. Hier ist so ein bisschen heruntergekommen. Hier haben wir jetzt wieder 4 freie Slots. Zeit zu bauen. Diese Scheune erhält sämtliche Ausrüstung, die du brauchst, um damit zu beginnen, mit der Hilfe von Slime-Wissenschaft Geräte herzustellen. Zu den Geräten gehören nützliche Hilfsmittel, die beim Erkunden hilfreich sind. Verteidigungstürme, Dekorationen und mehr. Dem ist wirklich so. Also dieses Labor ist wirklich durchaus cool. Die Raffinerie. Damit du Geräte herstellen kannst, brauchst du Ressourcen in deiner Raffinerie. Versuche mal, einen Plort in die Raffinerie zu schießen, aber denk daran, jegliche Ressourcen, die du in die Raffinerie steckst, können nicht mehr entnommen werden. Die Raffinerie ist das hier. Ich habe gerade keinen Plort dabei, das mache ich gleich. Ich habe dieses Labor gebaut, nachdem ich einen Slime-Wissenschaftler getroffen und von den Wundern der Plort-Technologie erfahren habe. Ich habe mir gedacht, es könnte Spaß machen, an verregneten Tagen damit herum zu experimentieren. Ich habe mich selbst nur 3-mal fast in die Luft gesprengt, was ziemlich gut ist, wenn man bedenkt, dass ich dazu auch bei meinen anderen Hobbys einen Hang habe. Aber es ist schnell zu einer Erinnerung daran geworden, dass ich einen Durst nach Abenteuern habe und den ganzen Tag in einer Scheune eingeschlossen zu sein, wird diesen Durst nie stillen. Bald habe ich meinen Blick auf den Horizont hinter der Ranch gerichtet und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, sogar noch weiter hinüber hinaus. Alles klar. Übrigens, wir haben 5 Plätze, fiel mir gerade auch wieder ein. Der Himmel ist schön, aber leider sieht man hier nicht sehr viel in die Richtung. Guckt euch bitte mal diesen fetten Mond an. Wird der immer größer, oder wie? Ich finde das heftig. Kann die Quest da mal weggehen? Ich finde die gerade ein bisschen nervig. Wir holen uns mal eben hier so einen Plot, damit wir das wegkriegen. Das heißt, wir holen uns nicht ein. Wir holen aber gleich mehrere und hauen die da rein. Zack. Alles einsaugen. Alles einsaugen. Wird alles gespendet. Habt ihr auch? Du darfst da drinnen bleiben. Puh. Die sind so süß. So süß, diese kleinen Puddle-Slimes. Fitz-Slimes, Entschuldigung. Die klingen auf Deutsch fürchterlich. Wie kommt man darauf, sie Fitz-Slimes zu nennen? Fitz? Das ist so schlimm. Warum nicht Wasser-Slime? Oder keine Ahnung, so wie Honig-Slime, Wasser-Slime. Das wäre doch easy gewesen. Ah, ich verstehe es nicht. So, habe ich gemacht. Und jetzt? Hier kann ich gucken, was ich drin habe. 12 Honig, 15 Phosphor und 3 Fitz-Plorts. Da können wir all mögliche Zeug reinstecken. So, jetzt haben wir hier noch was. Baumeisterladen. Jetzt haben wir hier Neulingspumpe. Erlaubt es, die Ressourcen unter der Erde abzusaugen. Hält einen Zyklus. Neulingsbienenhaus. Erlaubt es, die Ressourcen von wilden Bienen zu sammeln. Hält einen Zyklus. Pinker Teleporter. Ein Set von 2 Teleportern, das dazu verwendet werden kann, deine ganze eigene Verbindung für schnellen Transport einzurichten. Ja, endlich. Das brauchen wir.
Das heißt, wir machen uns hier auf der Farm einen Teleporter und irgendwo draußen in der weiten, weiten Welt, in der weiten, weiten Ferne, Entschuldigung, noch einen und können halt immer hin und her, so wie das jetzt hinter unseren Leuchte Fliegeslimes, also hinter der Höhle. So eine Abkürzung, nur dass wir die halt selber platzieren können, wo immer wir wollen. Pinkes Warp-Depot. Ein Set von zwei Geräten, das es dir erlaubt, Ressourcen zwischen zwei Orten zu transferieren. Das heißt, wir können da Ressourcen reinhauen, aber nur eine Sorte, aber bis zu 100. Sei es jetzt Plort, Früchte, wie auch immer. Und da, wo wir die zweite aufstellen, irgendwo auf der Ranch, können wir die Sachen dann wieder rausholen. Medi-Station zieht sehr schnell deine Energie ab, um Lebensenergie wiederherzustellen. Bringt dich schnell wieder in Ordnung. Jetzt hat sie ein Heal-Pad. Braucht man nicht wirklich, würde ich sein. Wassergeschütz. Ein Verteidigungsgeschütz, das automatisch Theos anvisiert und sie mit Wasser beschießt. Das ist eigentlich sehr gut für die Farm. Das sollten wir uns dann auch holen. Um sicher zu gehen, dass die da nicht alles kaputt hauen. Slimeball-Ring. Oh Gott. Eigentlich heißt es Slimeball-Hoop, aber okay. Startet eine Runde Slimeball. Sobald ein einzelner Slime den Ring passiert, was ist deine höchste Punktzahl? Slimebühne. Lässt die anderen Slimes wissen, wer der unangefochtene Slime Nummer 1 ist. Das ist halt auch so ein Deko-Ding, was ist echt süß. Pinke Slime-Lampe. Eine dekorative Lampe, in der ein fröhlicher Slime wohnt. So Lavalampenmäßig ist auch sehr geil. Neulings-Gordo-Falle. Die kriegen wir jetzt schon so früh. Oh mein Gott, eine spezielle Falle, die Gordo-Slimes fängt. Benutze Futter als Köder und warte. Sprich, wir stellen dieses Ding irgendwo auf, in der Welt, auf unserer Farm, ist völlig wurscht, packen da Futter drauf, schlafen eine Nacht und dann ist da ein riesiger Gordo drin, den wir halt füttern können, der dann Platz und Mini-Slimes uns da lässt und noch anderes Zeug. Ist halt Kisten, also so wie wir es halt kennen, der lässt halt Zeugs da, was ich ziemlich geil finde. Ich hätte gern den Teleporter, definitiv, und für mehr reicht mein Geld leider nicht. Nein! Pumpe, Bienenhaus und später Bohrer. Erlaubt es dir nach vergrabenen Ressourcen zu bohren. Brauchen wir später definitiv. Der Baumeisterladen ermöglicht es, die Baupläne zu kaufen. Zum Bau eines Gerätes ist immer ein Bauplan nötig. Schau immer wieder rein und alles klar, dann halt nicht. Sobald du einen Bauplan hast, erlaubt dir der Fabrikator unter Verwendung der Ressourcen in der Raffinerie Geräte zu bauen. Probier es aus. Und da haben wir es. Den Bohrer, den haben wir schon. Jetzt brauchen wir halt hier Pink Plots, 10 Fels Plot, Säcke, Red Plot 3. Hilfsmittel, Warp-Technologie, aber Pink Plot, Tiefensohle, Hexerwarp. Okay, wir hätten vielleicht das nicht als erstes kaufen sollen, weil wir brauchen erst die Bohrer und alles. Und da werden so viele Plots für drauf gehen und Geld. Oh Gott. Oh Gott. Ja, da muss ich mal gucken, da werde ich ein bisschen privat spielen müssen, um ein bisschen Plots zu sammeln, die wir dann opfern können. Aber wir brauchen halt auch immer Geld, ne? Gerätemodus, damit du Gerät platzieren kannst und du den Gerätemodus aktivieren, musst du den Gerätemodus, also ich kann nicht mehr reden. Wir drücken T und haben jetzt hier unsere Plattform, wo wir dann, wenn wir was hätten, hier auswählen können, platzieren können. Sehr coole, easy Sache eigentlich. Blauplätze. Im Gerätemodus kannst du nicht saugen oder schießen, aber du kannst alle Bauplätze in der Welt sehen, auf denen du deine Geräte platzieren kannst. Sieh dich um. Okay, es tut mir leid, ich kann gerade echt nicht mehr sprechen. Und irgendwie katapultieren die immer ihre blöden Plots raus. Was ich ziemlich uncool finde. Gerät platzieren. Wenn du einen Bauplatz gefunden hast, dann geh nah hin, um das Menü zu platzieren. Von Geräten zu öffnen. Suche dann einfach das Gerät aus, platzieren wir es. Jetzt haben wir uns da eben alles angeguckt. Warum erzählt er mir das jetzt noch alles? Nachdem ich es eh schon alles gesehen habe. Hättest du mir das vorher erzählt, okay, aber jetzt? Die Sache ist, wir brauchen erstmal weiterhin Geld. Definitiv. Ich werde mal gucken. Wie gesagt, ich werde, glaube ich, ein bisschen privat spielen. Dass ich zumindest so ein bisschen... Oh, genau, 100. Yeah. Da hätten wir theoretisch noch einen Platz frei. Dass ich so ein bisschen mal gucke, was wir hier so haben. Kann mal die Quests weggehen? Kann das mal... Ja, wunderbar. Ich guck's mir an. So, dankeschön. Jetzt geh weg, Quests. Ich will keine Quests mehr. Ich will meine Ruhe haben. So, Karotten. Wissenschaftsunterricht bestanden. Yeah, Wissenschaftsunterricht bestanden. So.
Ja, ihr süßen kleinen Slimes, ihr könnt hier das ganze Obst essen. Das ist mir recht, weil ich möchte eure süßen pinken Slimes haben. Plots haben. Damit ich die alle in meine schöne, in meine schöne, in mein schönes Labor tun kann. Da. Esst. Wie sie angerast kommen bei Essen. Alter. Voll die gefräßigen kleinen Viecher, ne? Nur die Karotten will ich haben. Den Rest könnt ihr alles essen, aber lasst mir die Karotten. Will jemand das Hühnchen haben? Ey, du da. Ey, du da. Ey, du da. Da, Huhn. Ist das Huhn. Makaber, aber egal. Ich brauche halt pinke Plurz. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Aber ich brauche Plurz. Für mein Labor. Oh, jetzt sich wieder welche gemischt. Oh. Yeah. That's what I like. Hör auf, meinen Plurz zu essen. So. Dum, dum, dum. Du hier, Futter. Ess die Rübe. Yay. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie lange ist eigentlich unsere Folge schon? Wisst ihr das? Können wir das mal einer eben sagen? Und rein die 48 Pink Plots. Da brauchen wir auf jeden Fall viele von. Und ganz ehrlich, die brauche ich nicht mehr verkaufen. Kriege ich eh kaum Geld für. Damit schon mal genug von. Felsplot, Redplot und dann können wir das erste Ding bauen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Das sieht cool aus, ich finde das echt. Boah, ich mag dieses Spiel. So, soll es dann gewesen sein mit dieser Folge. Nächste Folge gucken wir uns dann ein bisschen was an. Dann bauen wir mal so einen Bohrer und holen uns mal die Pumpe und sowas. Und wir haben was Neues zum Kaufen. Und schauen uns das mal alles an. Da kriegen wir dann neue Ressourcen, die wir auch wieder hier reinkloppen. Und dann können wir wieder neue Sachen machen. Und es ist ein unendlicher Kreislauf. Wir werden Schweine viel Geld brauchen. Wir werden richtig, richtig arm in diesem Spiel. Ah, okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Aikira.